Moin von der Ostseeküste und Ihnen nochmals einen schönen guten Abend. Spätestens seit 2011 mit dem Bau der Seebrücke Heiligenhafen begonnen wurde, ich stehe gerade darauf, hätte man sich mit dem Hotelmarkt vertraut machen müssen. Denn als die lokalen Fischer einen Teil ihrer Netze an den Nagel hingen und 2015 ein eigenes Hotel eröffneten, war das, was Sie hinter mir sehen, schon im Bau und der Hafen auch nicht mehr heilig. Jens Rucker hat das Potenzial von Heiligenhafen rechtzeitig erkannt und ist als Investor und Betreiber auch einer der Hauptfiguren in unserer ersten Geschichte, neben den Planken. Die Planke ist ein Stück Holz, ein Surf- oder Skateboard also auch. Bretter, die die Welt bedeuten, so hat es Friedrich Schiller übrigens schon in seinem Gedicht An die Freunde formuliert. Frei nach Schiller also. Ahoi, ihr Halunken, die Welt liegt euch zu Füßen. Ihr habt Holzklasse gebucht. Willkommen in der Bretterbude. Hier wollten wir wirklich ein konsequentes Produkt machen, ohne Kompromisse, für junge Leute, bezahlbare Unterkunft, deswegen auch eben keine Zimmer, sondern Butzen. Die Zimmer fangen bei 12,6 Quadratmeter an, inklusive Bad, damit wir eben auch Übernachtungspreise ab 39 Euro im Doppelzimmer generieren können. Und jung ist dann eben auch ein bisschen rotziger, ein bisschen rockiger. Und auch hier bei der Bretterbude sind wir eigentlich überrascht, dass also auch die etwas ältere Generation genauso ansprechen, weil sie einfach den Meerblick genießen und eben auch mal Lust haben auf was Eckiges und Kantiges und auch geduzt zu werden. Ansonsten ist es so, dass wir gesagt haben, jeder so, wie er es für seinen Geldbeutel kann. Das heißt also, man kann nur Übernachtungen buchen und dann kann man eben dazu buchen, was man eben möchte. Wir haben ein Spa, den wir aber nicht Spa nennen, sondern Knetkammer. Also man kann auch eine Tagung haben. Wir haben wirklich viele Kiter, die hier genau vom Haus kiten und für die wollten wir eine Übernachtung haben, um auch das wirklich richtige Publikum im Haus zu haben. Das heißt, wir haben 11 Bulli-Parkplätze in unserem Bulli-Garten, wir haben 2 Container, die wir umgestaltet haben. Das eine ist so ein Duschcontainer und dann haben wir so eine kleine Kaltschule dort mit drin und einen Plankenverleih, wo wir eben auch Equipment verleihen und eine kleine Bar haben, sodass die Bulli-Parkplätze so ihren eigenen Chill-Bereich haben und ihren eigenen Aufenthaltsbereich, um sich auch wohlzufühlen. Für uns war es ein echtes Wagnis, so kleine Zimmerprodukte zu machen und zu schauen, funktioniert das eigentlich. Aber wir sind sehr zufrieden, wie es bis jetzt läuft.